Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Und wir waren bei den Forgotten Lands stehen geblieben. Warum liegen hier eigentlich Rüstungen rum? Ich verstehe das gar nicht. Habe ich die weggeschmissen? Ja, die habe ich weggeschmissen, weil die keinen gescheiten Wert mehr haben. Oh, hier kann ich was reparieren. Aber ich glaube, das geht nicht. Wenn ich das repariere. So, egal, jetzt brauche ich aber erstmal ein bisschen Holz und Kohle. Kohle. Oh ne, hab ich jetzt wirklich keine Kohle. Ach komm. Ich brauche eigentlich Kohle für Fackeln. Und jetzt habe ich keine Kohle da. Wie mies ist das denn? Das Diamantenschwert könnte man ja mal mitnehmen. Es ist gerade Tag. Ja. Ach ne, hier habe ich doch Kohle drin. Nehme ich einmal die Kohle aus dem Ofen. TNT lasse ich mal da. Nehme ich mal bloß die Hälfte. Und dann konnte ich doch... Dann konnte ich doch aus... Ne, hier unten wollte ich hin. Aus dem Holz konnte ich doch auch Kohle machen, wenn ich mich recht erinnere. 48 Fackeln. Oder ging das irgendwie? Macht er das? Holzkohle, ne? Das geht. Dann machen wir uns dann halt so noch ein bisschen Holzkohle. 48 Fackeln, das müsste eigentlich reichen erstmal. Für den noch unerkundeten Teil des Dungeons hier. Rüstung ist auch gut, Fackeln haben wir. Ein bisschen Zeug haben wir da. So, dann gehen wir mal los hier. Wir hatten ja noch einen Teil übrig, den wir hier bei den Forgotten Lands bisher noch nicht erkundet haben. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir dorthin kommen. Ich gehe nochmal zurück. Denn ich fände es, glaube ich, außerordentlich praktisch, wenn man was zu essen hätte. Vielleicht habe ich da noch was da. Brot habe ich noch da und dann halt hier... Oh, ein goldener Apfel. Nehme ich noch ein bisschen verrottetes Fleisch mit, auch wenn das eh nicht so das Pralle ist, was Ernährung betrifft. Aber Hauptsache, ich habe was mit. So, und ab dafür. Na. So, ich gehe mal in den Schwertmodus. Zack. Habe ich ein Ersatzschwert mit? Ja, das Diamantenschwert habe ich mit. So, jetzt ist allerdings die Frage... Wie kommen wir dorthin, wo wir zuletzt stehen geblieben sind? Das ist jetzt eine in der Tat interessante Frage. Ich höre schon wieder hier Mobs. Was habe ich denn hier abgeräumt? Ich glaube, da ist ein Creeper explodiert. Oh, ein Slime. Ich glaube, das erste Mal, dass ich sowas in der Wildbahn hier gesehen habe, ein Slime. Das ist ja immer die Version 1.2.5. Ich habe jetzt auch eine andere Minecraft-Welt aufgemacht mit der aktuellen Version 1.4. Was ist aktuell? 1.4 irgendwas. Aber ich will jetzt hier dieses Let's Play halt, ich bin verwirrt. Von hier bin ich gekommen. Aber ich will hier nie irgendwie fürs Let's Play eine andere Version ständig wechseln, weil, um halt immer gleichbleibende Bedingungen zu haben. Wo war ich denn noch nicht hier? Das ist doch... Oh oh... Das sieht richtig aus. Oh, noch ein Creeper.
Komm, explodier ruhig. Eine Spinne. Also ich glaube, hier müsste jetzt so ungefähr die Stelle kommen, wo wir dort hinten, es ist auf jeden Fall dunkel. Hier waren wir aber schon. Da waren Fackeln drin. Halt, mitnehmen. Mitnehmen. Ich gehe nochmal hier hinter. Ach, dort ist es schon dunkel. Ah, ich sehe es doch schon. Okay, vielen Dank. So kann man es auch machen. Da kommt schon wieder ein Creeper. Und hier ist eine Spinne. Oh oh. Gut, hier ist jetzt die Stelle, wo wir damit sozusagen überhaupt noch nicht waren. Warum klettern die Spinnen eigentlich alle hier hoch? Das macht keinen... Oh oh, ein Creeper. Hallo! Oh oh, was ist denn hier schon wieder los? Totale Creeperung hier. Ganz schön fatal, was hier abgeht. Schon wieder der nächste. Na gut, da explodierst du halt, ist mir egal. Yeah, total, ja, total. Tja, so habe ich einmal ganz einfach hier mich einigen Gegnern erledigt, indem hier die totale Creeper-Explosion stattfand. Da kommt schon wieder der nächste. Komm, Headshot. Oh oh, hallo. Ich gehe, glaube ich, erstmal hier rein. Oh! Was ist denn hier heute los? Komm, Ardennen-Offensive hier. Oh oh, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen am Arsch hier. Ich muss mich mal kurz zurückziehen. Danke, dass ihr euch selber abschießt. Das finde ich extrem sympathisch. Oh, es kommt noch ein Creeper hinterher. Aber da ist jeder Schuss ein Treffer. Och Mensch, komm, lass mich doch einmal hier in Ruhe. Ich stelle erstmal ein paar Fackeln auf. Oh, da ist ein Spawner. Das schon mal erledigt. Oh oh, mein Schwert ist kaputt gegangen. Zum Glück habe ich noch ein Diamantschwert. Damit werde ich die jetzt alle gnadenlos hier vernichten. Auch nur die Spinne, die lasse ich einmal in Ruhe. Gold und Diamanten. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann hier hinten eh nur noch so eine Runde geht. Oder auch nicht. Na komm, wer schießt als erstes? Hm? So.
Fackeln, eine Axt, Trank der Stärke. So, jetzt muss ich mal noch den großen. Was willst du? Ach, dort hinten muss ich auch noch rein. Ach, wie groß ist denn das Dungeon? Ich wollte mir jetzt erstmal mal die Kiste hier holen, die hier stand. Ich höre Lava, hört er das auch? Leichtes Lava-Blo... Hinfort mit dir! 15 Pfeile habe ich noch, okay. Oh, Creeper! Oh, ein Enderman. Hm. Oh, wie groß ist denn das Dungeon noch? Oh nö, das ist doch mal bitter. Das ist doch übel. Genau, killt euch alle. Oh, es kommt auch noch wieder so ein scheiß Creeper an. Na gut, machen wir hier mal temporär zu. Unseren alten bekannten Trick, der uns vor sehr viel Ärger spart. Sammle ich hier nochmal das ganze Zeug ein, was hier rumliegt, weil ich brauche auf jeden Fall Pfeile ohne Ende. Und ich habe nur noch 5 Stück. Und die wäre ich jetzt natürlich auch nicht irgendwie sinnlos hier. Ah, das ist ein Spawner. Und ich habe schon wieder einen Slime. Aber jetzt gucken wir mal, was in der Kiste ist hier noch. Ein Ei. Oh, lustig. Da hat aber jemand wieder Humor bewiesen hier. Oh, das war jetzt dumm. Dort hinten ein Creeper-Spawner oder was? Ne, bloß ein Zombie-Spawner. Den machen wir auch erstmal kaputt. Hallo? Müsste es doch eigentlich dort hinten mal... Was war denn das? Oh, eine Spinne von hinten.
Also auch fies. So, hier hinten müsste doch... Nicht die Kiste kaputt machen, Creeper. Ach, das war jetzt aber können. Da wäre fast jetzt sogar noch eine Schallplatte dabei rausgesprungen bei der Aktion. Und immer schön essen, damit die Energieleiste voll ist. So, machen wir erstmal hier dicht. Schwert mit Schärfe, das ist gut. Das ist vielleicht ein bisschen effizienter als das Diamantschwert. Na los, Creeper, komm ran.